So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem nächsten Spiel und zwar gegen den SV Werder Bremen. Momentan sind wir 5 nach diesem, ja, für tatsächlich nicht so möglich gehaltenen 6:1 in Frankfurt. Jetzt sind wir wieder so ein bisschen da, also Meisterschaft klar, schwierig werden, aber mal gucken. Wir haben jetzt 10 Punkte aus 6 Spielen. Wie gesagt, unser Ziel ist es, wieder Richtung Europa League zu schielen oder zumindest, oder vielleicht sogar Richtung Champions League. Gucken wir einfach mal. Nächste Saison finden wir wieder international. Ob wir nächste Saison eine neue Saison spielen, weiß ich noch nicht ganz. Müssen wir mal gucken, wann das neue FIFA kommt. Bis jetzt ist noch kein Datum rausgekommen, wann das Spiel released werden soll. Oder ich habe es natürlich gerade noch nicht mitbekommen. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Aber es wird auf jeden Fall ein neues FIFA geben. Und dann müssen wir mal gucken, mit welcher Mannschaft wir da mal eine Karriere spielen. Jo, wie gesagt, nächstes Spiel in der Liga ist gegen Werder Bremen. Wir sind am 7. Spieltag und wollen natürlich wieder einmal 3 Punkte mit nach Hause nehmen oder 3 Punkte holen. Ich weiß gar nicht, ob wir zu Hause oder zu Hause spielen. Also ich, in der Reihenfolge müsste es eigentlich tatsächlich, müsste es ein Heimspiel sein. Das ist auch ein Heimspiel und das ist immer der Double Dritte. Also mit dem Sieg wären wir schon mal auf Platz 5. Das ist das große Ziel. So, Nationalteam, haben wir jetzt noch eine Nachricht reingerutscht. Malik Ciao, Frederik Reuno, Kublanski, Piontek und Schadrabek sind. So. Jo, ich habe meine Mannschaft erstmal so weit gefunden. Klausina, Ciao, Belakot, Hartmann und Becker auf jeden Fall auf der Rechtsverteidigerposition. Und ja, ihr seht ja die Mannschaft so ein bisschen, wie sie ist. Und ich versuche so, tatsächlich so viel Realismus wie möglich in diese Mannschaft reinzubringen. Was haben wir denn hier noch? Ludwig. So, dann setzen wir Ludwig mal auf die rechte Seite. Ich könnte, vielleicht, er möchte spielen und dann soll er mal zeigen, was er heute kann. So, auf jeden Fall geht es jetzt gleich weiter. Ich warte, du bist ja hier sich dahin zurechtgeladen. Und dann geht's jetzt los. So, auf geht's. Nächstes Spiel steht an. Das torreichste Team gegen die beste Abwehr. Heute finden wir heraus, wer sich in diesem Duell durchsetzen kann. In ein paar Minuten geht's los mit Schalke 04 gegen Werder Bremen. Danke. So, da hat irgendwas mit undefined. Ich hoffe, dass das jetzt nicht sich aufs komplette Spiel bezieht. Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. An den Mikrofonen sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04. Wir werden es jetzt gleich sehen. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Also das Team mit den meisten Toren gegen die beste Defensive. Interessante Konstellation. Ich bin mal gespannt, wer sich da am Ende durchsetzen kann. Wir haben 6:0 gegen Frankfurt jetzt geschossen im letzten Spiel. Im Winter können wir nochmal nachlegen, weil da der eine oder andere noch den Feind verlassen soll. Bisher ist momentan alles erstmal ein bisschen aufs Eis gelegt. Klar, Mustafi wird uns verlassen. Aber bei 35 Millionen konnte ich jetzt nicht sagen, den muss ich unbedingt also bei 35 Millionen konnte ich nicht Nein sagen. So ist es richtig. Hier sehen wir die nee, passt. Aufstellung okay. Von Schalke 04. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. So, das passt auf jeden Fall alles so. So geht Werder Bremen heute in dieses Spiel. Der Mann im Tor heißt Jiří Pavlenka. Davide Zabakonta spielt neben Ludwig Augustinsson in der Verteidigung. Und vorne wollen sie heute richtig offensiv spielen. Ja, das ist nicht ohne Risiko. Na, gleich drei Stürmer zu Beginn. Nee, 4-3-2-1 System der Bremer. Und wir haben ja das 4-2-3-1. Wir haben ja ein etwas offensives System. Aber egal. Wir müssen nämlich kommen und hoffen natürlich auf die nächsten 3 Punkte. Dann werden wir zumindest mal an den Bremern vorbei. Aber mal schauen. Hat auch keiner gesagt, dass sie irgendwie. Ja, geht gut dazwischen.
dass das hier ein Selbstläufer wird. Thema Bundesliga. Nach den beiden Niederlagen in Augsburg und gegen RB Leipzig. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Weil wir gegen Leipzig sogar geführt haben, 1-0. Der Ball kommt hoch. Der ist weit, weit weg. Und Gott, ja, Glück gehabt, dass es kein Abseits, kein Vorspiel war. Marco Richter. Ja. Ja, die okay, Abseits, Glück gehabt. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir diese Fehler da hinten abstellen. Lucas Alario. Alario, der versucht hat, da mal durchzustarten. Und Bremen, wie gesagt, wird kein Selbstläufer werden. Die sind nicht umsonst da oben. Ciao. Neuigkeiten aus dem Volkspark. Es ist ein Tor gefallen. Hamburg, glaube ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Erste kleine Situation. Die erste Flanke, aber nicht der Zerstörer da. Joel Linton. An die Position, an den Ball kam. Ach, da war schlecht gespielt. Zappacosta. Sie machen schon sehr und dann der Fehler des Verteidigers dort. Der Bremer. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Vielleicht die Führung jetzt. Und 1-0. Sie liegen vorne und schauen und da hat er viel zu viel Platz gehabt, der Komelanski da außen. Später mal nach vorne und es ist die 19. Das ist Lucas Alario mal wieder, der das Ding damit quasi nur ins Tor einschieben muss. Also 1-0 für die Gelsenkirchen nach ihrer tolles Rückkehr. Tor. Den platziert er direkt neben dem Posten. Und da hat der Torwart keine Chance. Ja, ja, Komelanski lässt da ein, zwei Schlocker stehen, okay, spielt den Ball in die Mitte. Und dann passt das Ding. Also 1-0. Erste Chance schon mal genutzt. Ja, aber der Fehler war von dem Verteidiger, von Zappacosta, vom Italiener. Der hat das dicke Ding da hinten verloren. Und dann so, war es eigentlich also nur eine Formsache. Also 1:18 Minute. Die Bremer schießen sich quasi selber das Gegentor. Aber wie gesagt. Gegen RB haben wir auch 1-0 geführt. Auf einem anderen Platz ist ein Tor gefallen. Ich gebe kurz ab ins Studio. Ja, wir haben das erste Lapp. Tor für Bayern München. Ah, da habe ich den Abspielzeitraum verpasst. 21 Minuten sind gespielt. Interessant. Ha, danke. Kein Umsatz. Da geht die Fahne hoch und das auch noch zurecht. Der Pass kam vielleicht ein Tick zu spät. Marco Richter ein bisschen weit vorne, aber das wäre eine gute Gelegenheit gewesen. Ich habe leider keinen Ball dahin bekommen. Abseits dürfte hier die richtige Entscheidung gewesen. Joel Linton gegen Ludwig. Da setzt er eine riskante Grätsche ein. Und holt sich den Ball. Ball ja, da sieht man die Übersicht dieses Spiels. Ich dachte mir, ich krieg den da irgendwie. Schönes Anspiel. Der vorgespielt. Klasse Pass jetzt. Ja, ciao. Ja, nicht gern. Hoppala, das war Glück gehabt, dass da diese Grätsche bei eigentlich den Ball rauszuspielen nicht funktioniert hat. Jetzt der Ball, Ludwig. Schöne Aktion. Ah, Glück gehabt für die Bremer. Glück gehabt, dass der da noch ein, ich glaube, da war noch ein Verteidiger dran, deswegen wurde es auch nur zum Abpraller. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Da ist die Flanke. Oh, das sah Ecke. Aus, 34. Ecke, Schalke, los geht's. Alario 2-0. Siebtes Saisontor, da hat sich das Ding, diese Verpflichtung hat sich definitiv schon mal gelohnt. Lucas Alario. Hier ist dieses Tor nochmal, sie bringen die Ecke rein und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin. Da stand nämlich keiner mehr an der am langen Pfosten und deswegen konnte der Ball überhaupt da erst hin. Ah, das haben wir fast sogar wie ein Eigentor aus. Irgendwo war da noch ein Bremer mit dran. Aber das Tor geht auf Alario, also steht es 1. Steht es hier 2-0 und es ist sein siebtes Saison. Du hast ja schon das erste Tor erzielt. Also Tor Nummer 7. Am 7. Spieltag. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Bujela, wieder, dass die Bremer sich da Klasse Pass. Das Ding selber verlieren. Marco Richter. Und
Ja, der hätte ein bisschen besser kommen müssen. Und jetzt haben die Bremer noch eine Chance gegen zwei gegen Bella Kotschab, der allerdings ausgespielt wurde. Und Bittencourt verliert diesen oder vergibt diese riesen Chance, beziehungsweise Schmoloels. So, Ecke kommt. Weg damit. Richter. Hat jetzt ein bisschen Geschwindigkeit. Augustinsson. Jetzt könnte die. Da ist die Chance. Und 3-0. Hass, reiner Konter. Und es ist die 16. Es ist Chavarro-Pirose. Und 3-0 vor der Halbzeit noch. Pavlenka hat gar keine Chance rauszukommen und damit ist das Ding eigentlich schon durch. Ich glaube, der ist sogar schon in die andere Ecke unterwegs. Ja, ist er. Und dann jetzt hier 3-0 Mann gewinnen. Hat einfach drei Chancen, nutzt die drei Tore. Und das ist sein erstes Bundesliga-Tor. Zumindest für den ja, neuen Arbeitgeber, würde ich fast sagen. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Nur eine Minute für die Bremer. Zeit, noch ein Tor zu machen. Nein, machen sie nicht. Und damit ist das Ding durch. 3-0. Müssen in Durchgang 2 aufgeholt werden. Klare Sache hier in der ersten Dreiviertelstunde. Sie haben die Partie aber auch echt dominiert. Ja, das sieht man nicht so oft. Liegen schon deutlich vorne. Und wenn wir ehrlich sind, können sie sich nur noch selbst schlagen. Ja, auf jeden Fall das 3-0 gemacht. Vor der Pause. Vielleicht gar nicht mal so unwichtig. Also ich hätte es ein bisschen mehr gegen Werder Bremer erhofft. So, drei Tore nur überhaupt in allen Spielen gefallen. Bayern gegen Stuttgart 1-0, genauso wie Hoffenheim und Gladbach. Und auch der HSV gegen Köln. Ebenfalls 1-0. Und hier steht sogar 3-0. Mal gucken, wie die zweite Halbzeit noch wird. Bremer hat, glaube ich, so gut wie ganz... Ja, doch eine Chance hatten sie. Wo der... Schwolo mal eine Situation klären musste. Und das war halt auch genau die Ecke, die dann das 3-0 der Schalker bedeutete. Ah. Jetzt sind sie am Ball. So, im Olympiastadion gibt es Neuigkeiten. Es ist ein Tor gefallen. Berlin, ne? Mal eben rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Leipzig. Ja, B. Neuer Spielstand damit 1. Und das ist, gibt sogar noch. Er gibt Ecke. Vielen Dank für die Info. Also kurz nach der Pause das 1 für RB in Berlin. Das Abschluss oder gibt es die nächste Ecke? Es gibt die nächste Ecke, okay. Also was Kubilanski da noch dran war. Hab dich. Ah, der war ein bisschen zu. Zu steil gespielt, sonst wäre das eine riesen Chance gewesen. Leonardo Bittencourt. Super Technik. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga, eingeblendet. Und dann der nächste Ball, Richter über die rechte Seite. Also keiner, der mitgeht irgendwo. Und Pavlenka fischt sich den Ball, bis vor Kubilanski sich jetzt zum 4-0 einschieben kann. Gut mitgespielt vom Keeper. Super dazwischen gegangen. So, und jetzt also wir haben unsere einzige Ecke genutzt. Zum 2-0. Na ja, gut gemacht von Zappacosta, der war dann dieser Ballverlust. Ich sehe Bewegung auf der Bank, es gibt gleich den Wechsel. Ludwig. Der mit. Marco Richter. Abseits. Ja, wieder schlecht gespielt von Ludwig. Und jetzt wollen sie der wechseln. Sich dann Tempo nicht zugetraut hat. Die Nummer 14, Yannick Gerhard. Rudi. Jetzt auf Fernandes. Die Nummer 24. Sebastian Rudi. Jetzt ist gefährlich. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. So, jetzt geht's mal mit ein bisschen Tempo. Die nächste Partie der Bremer steht an. Und gegen wen es geht. Ah, Ballverlust. Der VfL Wolfsburg Kubilanski. Gegner im nächsten Bundesligaspiel. Eine recht ausgewichene Begegnung dürfen wir da erwarten. Und jetzt sind hier noch 20. Und dann neue Rosen und mit. Körpereinsatz, das war kein Foul. Never ever war das ein Foul. Und ich jetzt 4-0.
Und wieder hauen sich die Bremer durch einen eigenen individuellen Fehler ein Ding rein. Es war wieder ein Ballverlust hinten in der Vorwärtslinie der Bremer. Ganz alleine macht er das, schnappt sich den Ball und gibt ihn erst wieder her, als es aus Sicht der Abwehr zu spät ist. Herrliches Tor. Und es war einfach mal nur Treffer, ins lange Eck gelegt. Aus einer anderen Perspektive. Nicht mit Geschwindigkeit, sondern einfach nur als leichter Aufsetzer. Rein damit, 4-0, Feierabend. Tor Nummer 2 für heute. Ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Also 6-0-1 in Frankfurt und jetzt das 4-0 gegen Werder. Jo, eigentlich haben wir hier zwei in etwa gleich starke Mannschaften, aber wieder so. Ich habe etwas anderes, ein bisschen mehr Gegenwehr erwartet, weil ich komme zum großen Chancen an Bremer nicht. In der Tat, jetzt heißt es vielleicht doch zu 0 was machen. Ansonsten kann das ganz schnell gehen. Gleich wird hier gewechselt, die Gäste werden die Gelegenheit. Und das müsste sogar das 5. gewesen sein. Weil der müsste eigentlich am Keeper vorbeigehen. Der müsste eigentlich sogar am Keeper vorbeigehen. Macht er. Alario. Wahnsinn. 79. Minute. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Ja, einfach mal nach vorne rein und dann. Vorbei. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell. Und fast jeder Torschuss war drin. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Gut gemacht auf jeden Fall. 8. Tor und jetzt geht er raus und Kutucu kommt. Wieder ein Treffer. 5-0. Das spricht eine deutliche Sprache. Die Nummer 19. 5-0. Steht es hier. So, dann macht's gut, Tuchu. Kommen wir schon mal auf die nächste Partie schauen, Buschi. Der kommende Gegner von Schalke 04 heißt erster FSV Mainz 05. Mainz. Heute haben sie alles richtig gemacht. Daran sollten sie beim nächsten Gegner einfach anknüpfen. Marco Richter. Marco Richter. Reich verteidigt, der geht vorbei. Ah. Oh, Juju. Da hat ja auch ein bisschen falsch gestanden. Das laufen die sich da fast selber noch immer weg. Super gehalten. Aus dieser Entfernung. Und antizipiert, wo der Ball hingeht. Schwolo. Der Herr. Diese Situation klärt. Ja, guter Rückhalt, definitiv. Marcone. Und damit war's das. Es wird immer gewinnt, der Bremer wird weggepfiffen. Und damit heißt es am Ende 5-0. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugt. Jo, und so kann man sich mal eben kurz den zweiten Sieg holen. 11 Tore in den letzten beiden Spielen. Die beste Abwehr mal kurz eben mit 5-0 nach Hause geschickt. Ich bin definitiv zufrieden. So, kurz das Interview geht. Also wirklich, glaube ich, Chancen hatten. Gefühlt haben, glaube ich, in Bremer nur ein Tor gemacht. Eine Chance gehabt. Aber auf jeden Fall ist mal das. Wichtig ist, dass man diese drei Punkte und einfach wieder diesen Anschluss nach oben aufgebaut. Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. So, Alario auf jeden Fall hat seine Chancen genutzt. Ja, eigentlich schon, ja.
Ich hätte tatsächlich nicht erwartet, dass wir so leicht. Dass wir so leicht gewinnen. Nein. Also wenn man den Spielverlauf sieht, nein, definitiv nicht. Nächstes Spiel ist wie gesagt Mainz. Da sollten die nächsten drei Punkte safe sein. Aber was heißt hier safe? Wir spielen jetzt auswärts in Mainz. Wir haben in Augsburg verloren und damit hätte ich auch nicht gerechnet. Gut, der BA, aber Mainz jetzt Augsburg nicht. Na gut, dann gucken wir mal gerade kurz, was der Kilian noch zu sagen hat. Der hat nämlich auch noch ein bisschen was loszuwerden. Gut gemacht, Dankeschön. So. Gut, dann würde ich sagen, wir machen mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's gegen Mainz 05.